Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Projekt in unserer Reihe von Point-and-Click-Adventuren oder Adventuren im Allgemeinen. Und jetzt war im Angebot, und das habe ich mir jetzt geholt, das Testament des Sherlock Holmes. Ich bin ein großer Freund von Sir Arthur Conan Doyles Geschichten, und Sherlock Holmes ist ein Held meiner Kindheit, wenn man so möchte. Und Adventure-Spiele sind ja eh so ein bisschen meins. Von daher kann man da ja nichts falsch machen. Ich finde sehr neckisch, sehr neckisch, so. Den Cursor, den kann man so schön hier, flupp. Passt. Wie angegossen. Aber wir wollen nicht weiter drum herum reden. Die Einstellung habe ich jetzt schon mal geguckt. Vom Ton her müssen wir mal schauen, ob das so alles in Ordnung ist. Und wir starten dann gleich mal ein neues Spiel. Ja. Schaut, das ist ein Buch. Vielleicht ein Buch über Piraten mit einer Schatzkarte. Nein, das glaube ich nicht. Ach, hätte ich doch all ihre Lügen durchschaut. Ah, fang vorne an, nicht irgendwo in der Mitte. Also beschloss ich, zur Feder zu greifen, um die bis dato verstörendste Geschichte meines Lebens niederzuschreiben. Es begann an einem frühen Morgen des Jahres 1898, als Sherlock Holmes mir anbot, ihn zum Marquis von Conningham zu begleiten. Ein klassischer Beginn. Watson, mein werter Freund, wir können jetzt gehen und den Marquis darüber in Kenntnis setzen, dass wir die samoanische Halskette gefunden haben. Und zwar deutlich schneller als Inspektor Baines, was mich zufrieden stimmt. Sie haben den Diebstahl wirklich aufgeklärt, Holmes? Und so schnell? In der Tat, Watson. Und glauben Sie mir, es war völlig unnötig, ganz London ins Visier zu nehmen, wie unser Freund Baines es wollte. Er brüstet sich ja gerne damit, dass seine Methoden den meinigen in nichts nachstehen, aber wieder einmal wurde er eines Besseren belehrt. Jetzt begleite ich Sie schon so viele Jahre bei Ihren Ermittlungen und hätte eigentlich gedacht, dass ich Ihren Gedankengängen mittlerweile folgen kann. Aber ich muss zugeben, dass ich in diesem Fall absolut gar nichts verstehe. Ach, Sie sehen zwar, Watson, aber Sie nehmen nicht wahr.
Darin liegt der Unterschied. Die Sache ist doch sonnenklar. Sonnenklar? Mitten in der Nacht, als jeder tief und fest schläft, klingelt die Glocke in diesem Zimmer und alarmiert die Bediensteten. Sie ziehen sich schnell an und eilen zur Tür. Aber sie ist verschlossen und strenger Brandgeruch steigt aus dem Zimmer empor. Einige Sekunden später kommt auch schon der Herr des Hauses, der Mann der bestohlenen Marquise, Marquis von Conningham, und schließt mit dem einzigen Schlüssel die Tür auf. Im Zimmer ist ein Feuer ausgebrochen, aber sie sind gerade noch rechtzeitig gekommen, um den Brand zu löschen. In diesem Moment merkt der Marquis, dass die berühmte samoanische Halskette, die noch vor wenigen Stunden sicher in einer Vitrine aufbewahrt wurde, verschwunden ist. Verifizieren wir meine Theorie, bevor Inspektor Baines hier eintrifft. Oh, sehr schön. Aha, aha. Gucken. Laufen. Das sieht alles technisch ganz solide aus. Und auch optisch finde ich das für so ein, schon eher so ein bisschen Low-Budget-Spiel. Alles ganz schnicke. Oder liegt was? Aber wir sollen ja uns die Vitrine anschauen. Aber eine Sache wollte ich noch vorher sagen. Es gab nämlich ein kleines Problem. Das Spiel konnte ich gar nicht starten, respektive mein Monitor hat irgendwann gesagt, jedes Mal, wenn ich starten wollte, nicht Unterstützer-Modus. Und ich habe den Service angeschrieben, den technischen. Und das ging alles relativ fix und sie haben eine Lösung mir angeboten und es klappt jetzt alles. Und da möchte ich mich an dieser Stelle noch einmal bedanken, dass das so schnell und reibungslos funktionierte. Und ja, kann ich nur positiv in dem Moment anmerken. Gut, wir schauen uns aber jetzt die Vitrine an von dem gestohlenen Schmuckstück. Die Glasscheibe wurde mit einem Diamanten aufgeschnitten, sauber und diskret. Hier wurde die Halskette aufbewahrt. Sehen Sie nur, wie klein die Öffnung ist und nicht ein einziger Fingerabdruck auf der Glasscheibe. Sie interagieren stets mit der linken Maustaste. Nachdem ein Hinweis untersucht wurde, wirkt das Symbol grün. Bewegen Sie Sherlock Holmes in die Nähe des linken Fensters. Sie sollten dort zwei Hinweissymbole gleichzeitig sehen. Oh, meine Maus wollte gerade nicht. Meine Tastatur. Ja. In den Untersuchungsmodus. Für mehrere Werte gelangen Sie mit der linken Maustaste, um durch die Gegenstände zu schalten. Benutzen Sie... Aha. 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 Fangen wir mal unten an. Alle Fenster sind geschlossen. Sie wurden nicht gewaltsam geöffnet. Aber oben ist doch... Diese Spuren können nur von einem Diamanten stammen. Jemand hat versucht, das Glas aufzuschneiden, wurde dabei jedoch gestört. Der Dieb wollte also durch das Fenster fliehen, aber etwas kam dazwischen. Gehen Sie zu Kamin, sehen Sie dann das Handsymbol auf der Lupe, nehmen Sie sie, indem Sie darauf klicken. Also alles noch sehr einfach im... Na, wer schreibt mich denn da an? Sehr einfach gehalten im Tutorial-Bereich praktisch. Sie können Ihr Inventar durch Drücken der rechten Maustaste öffnen. Während des Spiels können Sie jederzeit beliebige Gegenstände aus Ihrem Inventar aktivieren, indem Sie das Mausrad drehen. Aha. So, ich soll aber trotzdem die rechte Maustaste benutzen. Das ist wahrscheinlich genau so eine Art Log, wo man nachgucken kann, die letzten Gespräche. Eine Mitschrift praktisch. Das weiß ich nicht. Wir können wechseln zwischen Holmes und Watson. Wie cool ist das denn? Und Auszeichnungen und Medaillen. Da schauen wir dann später nochmal rein, wenn es soweit ist. Hier haben wir jetzt drei Sachen. Wir bleiben mal bei der Lupe. In der Nähe des Flügels liegen einige Notenblätter. Das müsste da hinten sein. Sie können einen Gegenstand aktivieren, indem Sie ihn in Ihrem Inventar oder direkt im Spiel durch Drehen des Mausrades auswählen. Benutzen Sie die Lupe, um den mit den Notenblättern neben dem Flügel. Macht er dann automatisch? Untersuchen wir die zerknitterten Notenblätter, die vom Flügel gefallen sind.
Diese Rußspuren stammen von einer winzigen Hand. Ich verstehe nicht, warum die Noten voller Ruß sind. Natürlich. Aha. Jetzt. Gerade wollte es nicht. Das ist irgendwie... Irgendwie ist das cool. Irgendwie gefällt mir das ja, ne? Ah, meine Funk-Tastatur geht mir gerade so ein bisschen auf die Nerven. Ich ahne etwas. Vielleicht ist es ja ein dressiertes Äffchen gewesen. Klingen Sie zum Bewegen des Charakters einmal mit der linken Maus, das darf ich auf die gewöhnte Höhe. Es gibt drei Modis. Ah, das finde ich aber hiermit am besten. Leertaste ist der sechste Sinn. Sie können jetzt im Zimmer nach weiteren Hinweisen suchen. Ja. Ach, du meine Güte. Wir fangen trotzdem mal hier links an. Eine Kerze. Sie muss vom Kronleuchter gefallen sein. Das ist wohl wahr. Dieses Aquarium wird nicht besonders gepflegt. Auf der Wasseroberfläche schwimmt ein toter Fisch. Oder eine Katze vielleicht? Diese Dokumente sind nicht besonders interessant, auch wenn sie an den Minister für Seefahrt adressiert sind. Obwohl Katzen... An den Marquis höchstpersönlich. Katzen können ja nicht so gut dressiert werden, nehme ich mal an. Hinter diesem Raumteiler kann man sich gut verstecken. Der Diebstahl erfolgte bei Nacht. Daraus schließe ich, dass sich der Täter einfach hinter dem Raumteiler versteckt und dann gewartet hat, bis er allein im Zimmer war. Seltsam, keinerlei Spuren. Dennoch bin ich mir sicher, dass der Täter sich hier versteckt hat. Vielleicht sehen wir die Spuren nur nicht, weil wir, unsere Lupe nicht mehr haben. Das finde ich jetzt lächerlich, dass die Lupe nach Benutzung weg ist. Aber na gut. Wenn das Spiel das so will, dann will das Spiel das so. Aber wir schauen uns trotzdem vorher nochmal genauestens um, bevor wir hier hinten hingehen, wo ja so viele Hinweise noch sind. Als die Bediensteten durch die Glocke alarmiert wurden und schließlich zur Tür kamen, wurden sie Zeuge von dem Diebstahl und dem Feuer, sahen allerdings nicht den Täter. Diese Tür ist nur schwer aufzubekommen und nur der Marquis besitzt einen Schlüssel. Der Dieb konnte also erst aus dem Zimmer gelangen, als die Tür von den Bediensteten geöffnet wurde. Ich bin immer noch, also kleine Finger, da ist keine Zwerge und sowas, oder Kinder würde ich jetzt auch nicht vermuten. Alle Fenster sind geschlossen. Sie wurden nicht gewaltsam geöffnet. Gut, schauen wir uns jetzt... Was ist denn hier los? Mal hier weiter um. Genau. Der Schrank wurde nicht geöffnet. Dort wurde die Halskette nicht aufbewahrt. Ach, ich wollte nur mal gucken. So, können wir mal hier. Das Feuer ist genau hier ausgebrochen, direkt unter der Klingelschnur. Wer auch immer an der Klingelschnur gezogen hat, muss den Fuß im Feuer gehabt haben. Außer er hat schon geklingelt, bevor das Feuer ausgebrochen ist. Merkwürdig. Einige Gegenstände wurden umgestoßen. Vielleicht war das Feuer ja... Nee. Als der Täter fliehen wollte, wahrscheinlich durch das Fenster, hat er den Schemel umgestoßen, der dann Feuer gefangen hat. Aber warum hat er nicht sofort versucht, das Feuer zu löschen? Ah, Mr. Holmes. Sie sind schon da. Guten Morgen, Inspektor. Sie kommen genau zum richtigen Zeitpunkt. Scotland Yard ist auf Zack und immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Aber sagen Sie, Mr. Holmes,
Diesen zufriedenen Gesichtsausdruck kenne ich doch. Haben Sie den Fall schon gelöst? Bitte was? Gut möglich. Wir haben die recht ungewöhnlichen Fußspuren des Diebs nachverfolgt. Ein wahrer Akrobat. Aber was ich nicht verstehe, als die Bediensteten das Zimmer betreten haben, war niemand zu sehen. Ein Akrobat vielleicht, aber unsichtbar? Glaube ich kaum. Die einzige Erklärung ist, dass der Dieb entkommen konnte, bevor die Bediensteten das Zimmer betreten haben. Ich weiß zwar nicht wie, aber das ist die einzige Möglichkeit. Das ist ja Quatsch. Ein halber Punkt für den Doktor, 0 Punkte für den Herrn Inspektor. Es freut mich, dass Sie Ihren Spaß haben, Mr. Holmes. Dann erklären Sie doch mal, wie es war. Dr. Watson lag mit dem Akrobaten richtig, aber unsichtbar war er nicht. Und Ihre Vermutung, Mr. Baines, ist falsch, da sich der Dieb noch im Zimmer befand, als die Bediensteten es betreten haben. Erklären Sie in Gottes Namen, wie es sich zugetragen hat, Mr. Holmes. Watson, wie kann ein Dieb mitten unter 8 Personen übersehen werden? Ich weiß es nicht. Vielleicht war er sehr klein. Spannen Sie uns nicht länger auf die Folter, Holmes. Richtig, er war sehr klein. Klein und außergewöhnlich gewandt. Denken Sie etwa an einen Affen? Und dressiert noch dazu. Sag ich doch! Ohne Zweifel ein Leontopithecus Rosalia aus Mittelamerika. Der Affe versteckte sich für mehrere Stunden im Zimmer und wartete geduldig auf das Signal seines Besitzers. Als die Nacht hereinbrach und das Zimmer leer war, ertönte ein hoher Pfeifton. Und der Affe wusste, dass nun die Zeit gekommen war, das zu tun, wofür er dressiert wurde. Er verließ sein Versteck und öffnete die Vitrine mit der Spitze eines Diamanten, um die Halskette herauszunehmen. Er lief über den Kamin in Richtung Fenster, stieß dabei jedoch den Schemel um, der wiederum den Kaminschirm mit hinunterriss und schließlich in Brand geriet. Der verschreckte Affe sprang vom Kamin, indem er sich von der Klingelschnur der Glocke abseilte und rief damit die Bediensteten auf den Plan. Er sprang dann zum Fenster und begann damit, mit Hilfe des Diamanten ein Loch ins Glas zu schneiden, wurde dabei jedoch von den Bediensteten gestört, die versuchten, ins Zimmer zu gelangen. Erneut bekam er es mit der Angst zu tun. Er lief hinüber zum Flügel und warf dabei die Notenblätter auf den Boden, bevor er sich im Kronleuchter versteckte, wobei er eine Kerze hinunterwarf. Schließlich gelangten die Bediensteten und der Marquis ins Zimmer, ließen dabei aber die Tür auf, während sie das Feuer löschten. In diesem Durcheinander gelang es unserem kleinen, gewandten Dieb, durch den Gang zu entkommen. So einfach war das. Eine brillante Schlussfolgerung. Bravo, Holmes! Und die Halskette? Ich kann sie von hier aus sehen, meine werten Freunde. Sie befindet sich direkt vor uns. Wir haben das Zimmer von oben bis unten durchsucht, Holmes. Wie sollen wir sie also übersehen haben? Das Aquarium! Indem wir dem einzigen Opfer dieses Kriminalfalls keine Beachtung geschenkt haben. Welches Opfer? Niemand ist zu Tode gekommen. Doch, Watson, ein armer Goldfisch, für den das Schicksal vorgesehen hatte, von einer der wertvollsten Halsketten ganz Englands erdrückt zu werden. Das Aquarium befindet sich direkt unter dem Kronleuchter. Ich verstehe. Der kleine Affe hat sich die Halskette wahrscheinlich umgehängt und sie dann verloren, als er vom Kronleuchter gesprungen ist. Sie ist dann ins Aquarium gefallen, wo sie immer noch liegt. Der Anzug! Das hätte ich ja genauso lösen können, ganz ehrlich. Sherlock. Bitte. Marquis, hier haben Sie Ihre Halskette. Etwas nass, aber unversehrt. Mr. Holmes, mit dieser brillanten Demonstration wurden Sie Ihrem Ruf mehr als gerecht. Ich danke Ihnen vielmals, Marquis. Möchten Sie sich von der Echtheit der Halskette überzeugen? Nein, ich erkenne sie wieder. Ich habe schon viele Stunden damit zugebracht, sie zu bestaunen, müssen Sie wissen. Gut, ich lege sie lieber in den Schrank und... Inspektor, gerade wurde eine Bank überfallen. Sie müssen unverzüglich mitkommen. Befehl von Scotland Yard. Was sind das nur für Zeiten? Meine Herren, die Pflicht ruft. Ich empfehle mich, Marquis. Ach, und Mr. Holmes, wie immer gute Arbeit. So, die Halskette ist im Schrank. Die Sache hier hat uns lange genug aufgehalten. Auf nach Hause, Watson. Ah, na, gut, wie Sie meinen. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag, Marquis.
War mir ein Vergnügen, meine Herren. Und nochmals, danke. Wäre nicht noch interessant zu wissen, wer den geschickt hat, also den Affen? Also das hätte mich jetzt so als Eigner dieser Kette interessiert. Die Zeitung von heute Morgen. Holmes, haben Sie den Artikel über Sie gelesen? Nein, Watson, noch nicht. Und ich habe auch keine Zeit. Lesen Sie ihn, bevor Sie gehen. Er ist empörend. Wenn Sie darauf bestehen. Zeitung. Achso, da. Globe Explorer. Sherlock Holmes auf dem Anwesen des... Der Marquis von Gonningham. Ermittlungen enden in einem Fiasko. Gestern wurde der gefeierte Detektiv Sherlock Holmes in das Herrenhaus der Marquis von Cunningham geladen, um in Anschluss an seine Ermittlungen zu verschwinden, der unschätzbar wertvollen samoanischen Halskette seine Schlussfolgerung vorzutragen. Die Marquis hatte Holmes mit dem Fall betraut, nachdem die Polizei aufgrund der skurrilen Umstände im Zusammenhang mit dem Diebstahl hoffnungslos überfordert schien. Was nicht verwunderlich ist, schließlich war die Tür zu dem Zimmer, in dem das wertvolle Schmuckstück dargestellt wurde, während des Diebstahls abgeschlossen. Die Bediensteten wurden in der Nacht von der Zimmerglocke geweckt und informierten gleich darauf den Marquis, der als einziger im Besitz des Schlüssels war. Als er die Tür öffnete, eilten alle in das Zimmer, um das Feuer zu löschen, das kurz zuvor ausgebrochen sein muss. Erst danach bemerkten sie, dass die Halskette auf mysteriöse Weise verschwunden war. Erstaunlich ist, dass sich vorher niemand in dem Zimmer aufgehalten haben konnte, da alle Fenster sowie die Tür geschlossen waren. Wie gewohnt gelang es Mr. Holmes, den Fall in kürzester Zeit zu lösen und die Halskette zu finden. Ich will Sie nicht mit den Details zum Verschwinden der Halskette langweilen, liebe Leser, sondern gleich zu überraschenden Entwicklungen kommen, die der Fall anschließend genommen hat. Okay, das ist wiederum interessant, weil davon wissen wir noch nichts. Nachdem Mr. Holmes die Halskette in den Schrank gelegt und das Anwesen verlassen hatte, bemerkte der Marquis, dass es sich bei dem Schmuckstück lediglich um eine billige Kopie handelte. Haben wir ihn nicht gefragt? Haben wir ihn nicht darauf hingewiesen, dass er mal gucken soll? Nein, ist alles echt. Naja, auch wenn die samoanische Halskette eher schlicht gehalten ist, so gilt sie aufgrund ihrer seltenen Perlen dennoch als einzigartige. Einzigartig? Punkt. Mensch. Die Perlen kommen lediglich in einem kleinen Lagunenabschnitt des Archipels gleichen Namens vor und Wissenschaftler führen die einzigartige Qualität auf die ungewöhnlich feste kristalline Struktur des Aragonits zurück. Boah, langer Zeitungsartikel, wett? Die unbezahlbare Halskette wurde Anfang dieses Jahrhunderts von Lord Fenton Arwick nach England gebracht, zu einem angesehenen Forscher und gleichzeitig Großvater der Marquis. Sie war als Brautgabe für die anstehende Vermählung mit dem Duke of Newcastle vorgesehen. Erlauben Sie mir eine einfache Frage. Sollten wir nicht mit aller Aufgeschlossenheit die Möglichkeit zulassen, dass die Halskette von Mr. Holmes persönlich gegen eine Fälschung ausgetauscht wurde? Liebe Leser, natürlich bin ich mir dessen bewusst, dass diese Frage, wenngleich ich sie völlig vorurteilsfrei stelle, manch einen von Ihnen schockieren mag. Boah. Aber die Faktenlage erscheint mir eindeutig und wir sollten unser Urteilsvermögen nicht von unserer Bewunderung trüben lassen, die wir alle für diesen berühmten Detektiv hegen. Nicht zum ersten Mal berichtete der Globe Explorer mit gewissen Vorbehalten über die Methoden von Mr. Holmes. Sicher erinnern Sie sich noch an unsere Berichterstattung über die Flucht von Arsène Lupin, dem französischen Gentleman, der sich sichtlich Spaß dabei zu haben schien. Den Ruf unserer Königsfamilie zu schädigen und der aufgrund glücklicher Umstände den Fängen von Mr. Holmes entfliehen konnte. Damals haben wir es uns nicht nehmen lassen, Holmes indirekt der Mittäterschaft zu bezichtigen. Für jemanden, der sich mit Mr. Holmes hinreichend auseinandergesetzt hat, ist es offensichtlich, dass er vielmehr ein Opportunist und gerissener Täuscher als ein selbstloser Hüter des Gesetzes ist. Ich möchte Sie, liebe Leser, an dieser Stelle darauf hinweisen, dass die Beschreibung dieses Gentlemans in den Geschichten seines Freundes Dr. John Watson nur sehr wenig mit der Realität zu tun haben. Alter, das ist schon ein Buch, kein Zeitungsartikel mehr.
Er gilt gegenüber der Polizei und insbesondere gegenüber Inspektor Baines, der derzeit den erkrankten Inspektor Lestrade vertritt, als selbstgefällig und hochnäsig. Im Übrigen soll er regelmäßig Rauschgift zu sich nehmen, darunter Kokain und Heroin. Aus diesen Gründen, liebe Leser, sollten die Verdienste seiner Vergangenheit nicht berücksichtigt werden, wenn Sie sich eine objektive Meinung bilden wollen, damit auch Sie solche folgende angemessenen Fragen stellen können. Handelt es sich bei der Halskette, die Holmes vorgefunden hat, bereits um eine Fälschung? Wenn ja, warum hat er es nicht erwähnt? Und warum hat er das Schmuckstück persönlich in den Schrank gelegt? Weil der Marquis das befohlen hat. Aber gut. Ist der Detektiv in diese unheilvolle Angelegenheit direkt verwickelt? Handelt es sich um ein ausgeklügeltes Täuschungsmanöver? Um die außergewöhnliche samoanische Halskette stehlen zu können, werte Leserschaft, nun ist es an Ihnen, sich Ihre ganz persönliche Meinung zu bilden. Aber seien Sie sich sicher, versichert und so weiter. Seien Sie sich versichert, dass ich nichts unversucht lassen werde, um die zweifelhaften Methoden und Beweggründe einer Person an die Öffentlichkeit zu bringen, die vielleicht schon bald als Sherlock Holmes der gefallene Detektiv in aller Munde sein wird. Fortsetzung folgt. O. Farley. Meine Güte, nach so einem langen Text. Erstmal einen Schluck. Die Folge hat schon Überlänge. Mann. Aber, langer Zeitungsartikel. Da sind einige Versprecher natürlich nicht auszuschließen. Das ist nicht euer Ernst, ne? Okay, die Zeitung lese ich noch zu Ende. Dann beginnen wir in der nächsten Folge. Abstammung von Prinz Woodwell anerkannt. Gestern traf ein Ausschuss zusammen, um den Legitimationsanspruch von Prinz Woodwell zu bestätigen und veröffentlichte am Abend das Ergebnis. Der Titel des Prinzen wurde, wie erwartet, anerkannt. Gerüchten zufolge hätte der Prinz andernfalls jeglichen Anspruch auf die Thronfolge des Königshauses fallen lassen und sich vollständig aus der aktiven Politik zurückgezogen. Prinz Woodwell ist 28 Jahre alt, studierte Geschichte in Jura an der Universität von Oxford und erwarb ein Diplom in Philosophie. Den Großteil seiner Kindheit verbrachte er in Frankreich, wo er sich ein umfassendes kulinarisches Wissen aneignete. Er glaubt, dass dies in der britischen High Society ein Hindernis darstellen könnte, dem sei gesagt, dass er auch auf dem Polofeld eine ausgesprochen gute Figur macht und zudem dem Dudelsackspiel frönt. Mensch, ein Tausendsasser! Seit kurzem leistet er Wohltätigkeitsarbeit und setzt sich für die Interessen der sozial Schwachen ein. So. Ich habe Angst, dass wenn ich rausgehe. Was ist denn das hier? Prinz Woodwill, ein französischer Dudelsackspieler und Experte auf kulinarischem Gebiet, könnte unser nächster König werden. Ich denke, es gibt Schlimmeres, mein lieber Freund. Sie wissen genau, welchen Artikel ich meine, Holmes. Wie kann Farley es wagen, Sie so zu verunglimpfen und damit Ihren Ruf zu schädigen? Ach, wissen Sie, Watson, wo Ruhm und Ehre walten, ist Neid nicht weit. Und was die Fälschung der Halskette betrifft, werden wir vermutlich schon bald Klarheit erlangen. Kommen Sie herein, Inspektor Baines, die Tür ist offen. Ah, Mr. Holmes, woher wussten Sie, dass ich hier bin? Sie gehören zu den wenigen Besuchern, die die letzte Stufe der Treppe überspringen. Sie knarzt fürchterlich. Und dann ist da das Klimpern der Handschellen an Ihrem Gürtel. Was verschafft uns die Ehre Ihres Besuchs, Inspektor? Haben Sie das Schmierblatt gelesen? Nein, wir sind ehrlich. Inspektor, ich nehme an, dass Sie die gefälschte Halskette bei sich haben. Deswegen sind Sie doch hier, nicht wahr? Ihre Vorgesetzten wollen, dass ich sie mir einmal genauer ansehe. So ist es. Sie sollten entweder bestätigen oder verneinen, dass Sie diese Fälschung in den Schrank gelegt haben. Kann das nicht warten? Lord Peregrine Maitland, Bischof von Knightsbridge, empfängt mich. Okay. Damit meint er noch was anderes. Verleumdung! Inspektor, können Sie sich diese Verleumdung erklären? Wurde die samoanische Halskette wirklich mit einer Fälschung vertauscht? Ich weiß nicht, wie der Journalist an diese Information gelangt ist. Aber es ist wahr. Dennoch, ich würde natürlich niemals die Integrität von Mr. Holmes in Frage stellen. Die Halskette ist eine Fälschung? Unmöglich. Der Marquis hat ihre Echtheit vor meinen eigenen Augen bestätigt, bevor Holmes sie in den Schrank gelegt hat. Mr. Holmes, der Marquis schenkt der Theorie von Osmond Farley Glauben,
Ich wäre nicht überrascht, wenn dieser Kerl selbst hinter dieser Verleumdungskampagne stecken würde. Er arbeitet als freier Journalist und ist berüchtigt für seine reißerischen und unsachlichen Artikel. Auf jeden Fall hat uns der Marquis versichert, dass Sie die letzte Person waren, die die Halskette in den Händen gehalten hat. Wir müssen zurück zum Marquis, Holmes. Ich bin mir sicher, wir können diese Theorie mit Leichtigkeit widerlegen. Das ist nicht nötig. Anschuldigungen wie diese fallen irgendwann von selbst in sich zusammen, so wie Mrs. Hudsons Soufflés. Außerdem gehört dieser Fall der Vergangenheit an und wir müssen uns auf das konzentrieren, was jetzt gerade ansteht. Vielleicht haben Sie recht, Holmes. Der Marquis oder die Marquis? Kommt drauf an, wer gemeint ist, ne? Und was ist mit der Marquise, Sir? Ach, sag ich doch. Sie ist außer sich. Schließlich steht die Hochzeit ihrer Tochter kurz bevor. Und bei der Halskette handelt es sich um die wichtigste Brautgabe der jungen Frau. Das sind ja rosige Aussichten für die Ehe. Sie war's. Was? Holmes, verzeihen Sie, aber sollten Sie nicht wenigstens einen Blick auf die gefälschte Halskette werfen? Watson, ich habe eine Verabredung und es steht außer Frage, dass ich verspätet eintreffe. Es dauert doch nur ein paar Minuten. Sie müssen die Anschuldigungen dieses unverschämten Artikels unbedingt entkräften. Wenn Sie mir erlauben, Inspektor. Gerne. Also gut. Wenn es sein muss. Ah, da ist er. Wieso? Wow. Ja, ist ja gut, aber ich muss zuerst speichern. Ne? Denn ganz dringend muss ich die Folge beenden. Baines, Watson, wir sehen uns beim nächsten Mal. Dann schauen wir uns die Halskette an, ja? Geht klar. Geht klar? Geht klar. Halskette. Tschüss.